Norvik, es müssen harte Zeiten sein. Hal. Drunkest storm, Miss Albon. Hey, Lou. Where everyone sticking at dunkle Zeiten, dunkle Zeiten. Wir können euch nicht aufhören. Aber ihr seht die Schmorschnecke, die sich euch nähern. Es ist nur, was er hat. Endes. Oh, hallo. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns später. Engländer ohne König durch. Doch für wie lange? Wer wird uns in den kommenden Schlachten verteidigen? In Gottes Namen, Gott Amen. Ich und Was geht hier vor? Bist du Finn? Nein, es sei denn, Halfdan schickt dich. Wer du auch bist, ich will wissen, warum kein König auf dem Thron von East Engla sitzt. Weil der entsprechende Mann noch nicht vermählt ist. Sobald er heiratet, hat East Engla seinen König. Viel mehr aber auch nicht. Welcher Mann? Weißt du, Fremder, du hast mich aus einem wunderschönen Traum gerissen. Ich segelte durch Helheim auf einem Feuerschiff. Ein Traum vom Tod kündigt meist an, was bevorsteht. Oh, welche Last das von meinen Schultern nehme.
Was kümmert dich so ein Hinterwäldlerkönig überhaupt? Dänen aus dieser Gegend griffen meinen Clan an. Ich will wissen, wie und warum. Und dafür sorgen, dass es nie wieder passiert. Ah, das war bestimmt Rüds Clan. Die brachten auch den letzten König, um den ich auftreiben konnte. Edelstan. Und unserem nächsten Herrscher droht sicher dasselbe Schicksal. Ein Däne, der die Dänen nicht unter Kontrolle hat. Ein schöner Statthalter bist du. Wenn ich wüsste, wie, hätte ich unsere Lande schon längst von ihnen befreit. Rüds Clan setzt uns allen zu. Egal, ob Dänen oder Sachsen. Du bist der erbärmlichste Soldat, den ich in diesem Land getroffen habe. Tritt deinem König in den Arsch und wehr dich! Einen Tritt hätte er mehr als verdient. Er hat nichts von dem, was er für einen Sieg bräuchte. Kein Mut, kein Heer und keine Ausstrahlung. Wenn er noch einen Frühling erleben möchte, braucht er die Unterstützung der Familie seiner Braut, die er nicht hat. Sie hassen die Marde. Und wer ist diese Königsmarde? Ach, Oswald von Elmenham. Vor der Invasion war er König Edmunds Berater. Und ob es uns gefällt oder nicht, er ist der letzte sächsische Edeling mit etwas Einfluss. Warum krönst du nicht einen Dänen stattdessen? Jarl Halfdan hat eines klar gemacht. Er will einen sächsischen König, der mit einer Dänin vermählt ist. Als Zeichen der Einheit. Leider ist Oswald niemand, den man guten Gewissens in eine Schlacht schicken kann. Er ist weich. Und die dänischen Siedler trauen ihm nicht. Wo ist er jetzt? Ich könnte ihn mir mal anschauen und sehen, was ich tun kann. Du hast ihn knapp verpasst. Er ist gerade auf dem Weg nach Elmenham, um wieder mal um Frieden zu betteln. Wenn du durch das Nordtor gehst und der Straße folgst, holst du ihn vielleicht noch ein. Los, Söhnen. Wie die Wölfe, sie mordeten und brandschatzten auf dem Weg. Das waren nicht wir. Euer Volk hat das Land schon einmal verwüstet. Ich habe mir hier ein Heim aufgebaut. Rüds Clan hat auch uns angegriffen. Oh, wie schön, ein Heim sein eigen nennen zu können. Meines wurde vor Jahren niedergebrannt. Von wem nur, frage ich dich? Bitte, ihr alle. Ob Däne oder Sachse, wir alle wollen denselben Frieden. Einen Acker zum Bestellen und ein trautes Heim ohne Angst vor Rüds Angriffen. Bis sie den Frieden brechen und wieder über uns herfallen. Unfug. Das ist jetzt ihre Heimat. Genau wie unsere. Unsere Zukunft ist eine gemeinsame, versteht das? Und was ist mit den Dänen, die uns angreifen? Was willst du gegen die unternehmen? Wenn ich König bin, wenn ich euer König bin, werde ich das in Ordnung bringen. Bevor du König wirst, bin ich ein fliegender Troll. Ein König muss einen strengeren Ton anschlagen, wenn sein Reich gestört wird. Noch bin ich kein König, also höre ich zu, bevor ich entscheide, welchen Ton ich anschlage. Ich bin Eivor vom Raben-Clan. Bist du Oswald? Du willst ihn aber nicht töten, oder? Es ist nicht meine Art, Könige zu töten. Aber ich lerne sie gerne kennen. Ich bin Oswald, ja. Solange ich mich halten kann. Also, was ist hier geschehen, Oswald? Ein Clan, geführt von dem Dänen Rüd, griff heute Morgen an. Sie überfallen schon seit längerem Gehöfte und Dörfer in East Anglia und sie werden mit jedem Tag dreister. Wissen Sie, dass hier Halfdans Land ist? Bestimmt, aber es ist ihnen egal. Auch mein Zuhause wurde von ihnen ins Unheil gestürzt. Ich will dafür sorgen, dass sich das nicht wiederholt.
Ich habe kürzlich erfahren, dass du der Haken bist, an dem alle Hoffnung hängt. Als König könntest du alle Sachsen und friedlichen Dänen vereinen. Die Bürde ist kaum der Rede wert, nicht wahr? Wer sollte sie tragen, wenn nicht ein König? Komm mit mir, Eivor. Wir können meine unsichere Zukunft unterwegs besprechen. Sag mir, was willst du in Elmenham? Meine Hochzeit vorbereiten. Ganz Elmenham steht bereit. Ich werde die Dänin Valdis heiraten. Sie ist eine Base Halfdans. Gut. Eine passende Ehe kann ein starkes Bündnis schmieden. Worauf wartet ihr noch? Worauf? Mir fehlt die Erlaubnis Valdis zur Ehelichen. Ihre Brüder heißen mich nicht gut. Langsam. Irgendwas ist hier im Busch. Halt! Dort vorne ist auch. Das ist Betelea. Womöglich dieselben Männer, die Mauern von Norwig angriffen. Bleib hier. Ich sehe nach. Hier sollte ich vorsichtig sein. Ich wusste gar nicht, dass du ein Poet bist. Ach, ihre kleinen Sorgen, ihre kleinen Leben, die bedeuten mir nichts. Die sind Fliegen auf Scheiße. Wir können uns behaupten, aber... Hey, Moment! Nimm das! Dafür stirbst du! Das sollte das letzte dieser feigen Schweine gewesen sein. Oswald wird sich freuen, das zu hören.
Rüds Clan. Sie haben alle getötet. Mögen sie Frieden finden. Und ich muss nach Hause. Für einen weiteren fruchtlosen Versuch, die Sippschaft meiner Verlobten zu beeindrucken. Zeige mehr Biss als jetzt gerade und sie beginnen vielleicht, dich zu mögen. Ja, verzeih. Ich bin nur entsetzt. Vielleicht besänftigt es sie, wenn du mit uns zu Abend isst. Denk darüber nach. Du bist mir immer willkommen. Das werde ich gern tun. Sag mir nur, wo und wann. Wundervoll. Besuche uns in Elmenham, wenn du Zeit hast. Hier ist es noch schlimmer, als ich dachte. Lords, Ladies, heute ist ein Tag des Friedens und der Brüderlichkeit. Ich rief euch nach Elmenham, um meine Dankbarkeit und meine Großzügigkeit zu zeigen. Finn, der Statthalter. Auf die Ehrengäste, Brodir und Broder. Und auf meine zukünftige Braut, Valdis. Du darfst unsere Schwester pflügen, weil Halfdan es so befiehlt. Aber uns beide nimmst du nicht mit ins Bett. Bruder, das ist... Der letzte Sachsenkönig, den wir unterstützten, war nicht halb so weich wie du. Und wir haben 150 Mann verloren. Nur um seinen Arsch zu retten. Oh, dear. Wenn ihr so sein wollt, muss ich euch bitten zu gehen. In meinem Haus lasse ich mich nicht beleidigen. Bist du deswegen hier? Um diesen Tarn zu unterstützen, der nach Ziegenscheiße und Schafskötteln stinkt? Tatsa, hast du etwas gesagt? Langweilig, dich, Wolfsmal.
Ich bin zum Schutz meines Clans hier. Wenn ich dafür dem König helfen und seinen Thron sichern muss, dann ist es so. Es wäre sicherer, den Thron zu krönen. Der ist sehr viel weniger hölzern als der da. Wir wären sicherer, wenn ihr die Eier hättet, euch gegen Rüds Clan zu wehren. Aber ihr zwei Hübschen habt gemeinsam nicht mal ein Ei. Hüte deine Zunge, Wolfsmal, sonst schneide ich sie dir aus dem Gesicht. Oh, so leicht verwundet von Worten. Stell dir vor, welchen Schaden meine Axt anrichten würde an deinem schlaffen Selbstbild. Mein schlaffes was? Bitte hört auf! Ganz recht. Das reicht! Edgar sind wenig Sanktes. Edgar ist uns schlaffeig, schwach, zart! Das ist lächerlich, absurd! Das war genug Spaß für heute. So herausfordernd, wie man es von Oswalds Freunden erwarten kann. Du bist schwach, Schafhirte. Daran ändert auch dein nordischer Freund nichts. Ohne König geht es uns besser. Nun gut, das war's also. Ich gebe mich lieber meinen Träumen hin als einer Gasthausschlägerei. Was für eine Verschwendung von Zeit und Met. Diese Brüder unterstützen mich und meinen Anspruch nie. Der Tanz beginnt gerade erst, Oswald. Ruh dich aus. Du wirst deine Kräfte brauchen. Und wir sehen uns morgen früh? Ich schätze, wir haben viel zu besprechen. Ich finde schon einen Schlafplatz. Und Eivor, wenn du mir in dieser verfahrenen Lage helfen kannst, hast du einen starken Verbündeten in East Anglia. Das verspreche ich. Anscheinend ist Oswald schon wach. Ich sollte mit ihm sprechen.
spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Räum das Langhaus auf und mach meine Brüder wach mit dem Pech. Ah, guten Morgen. Frühaufsteher? Du schuftest wie ein Trell, doch vom Feiern verstehst du nichts. Schlechte Voraussetzung für einen König. Nein, wohl wahr. Ich finde Trost in handwerklichen Arbeiten. So etwas sollte man als König nicht zugeben, schätze ich. Die Brüder haben dich beim Abendessen beschämt. Es ist deine Pflicht, darauf zu reagieren. Belasse es nicht dabei. Ach, ein unbedeutender Wortwechsel mit Streithähnen. Eher antworte ich auf das Muhen einer Kuh als auf diese Beleidigungen. Ich habe eine Hochzeit zu planen und ein Königreich zu retten. Ich habe keine Zeit für Dummköpfe. Sie haben deine Gastfreundschaft missbraucht, Oswald. Wo ich herkomme, ist das unverzeihlich. Sieh an! Hier ist also der schlammverschmierte Sachse, der meine Geduld prüft. Ah, Statthalter Finn. Ja, beim Abendessen machte ich keine gute Figur. Doch sei unbesorgt, ich werde die Dänen schon noch überzeugen. Du beanspruchst den Thron, doch du erntest nur Hohn. Wär Lord Halfdan jetzt hier, hättest du längst deinen Lohn. Er rief, Finn, guter Mann, schick den Wurm in den Grund. Hier kommt Finn, unser Hund. Viel Gebell und Gejaul, doch er beißt. Er hat keine Zähne im Maul. Was war denn das? Ein Spottstreit, Oswald. Ein Wortgefecht mit Reim- und Versmaß. Versuche es selbst. Antworte ihm. Niemals führst du ein Heer, du alberner Wicht. Gut gebrüllt von dem Mann, der mit Worten nur ficht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Er hat den Scharfsinn eines Moorhuhns. Beleidigt er dich? Lass ihn dumm dastehen. Meine Axt wird dich spalten, Hund. Dein Weib wird nicht froh. Doch dein Hirn schwimmt in Met und dein... Kopf ist voll Stroh. Stroh? Kopf ist voll Stroh. Er markiert den starken Mann, doch tief im Inneren ist er ein ängstlicher Knabe. Wenn er angibt, greif seine Männlichkeit an. Ich ritt Stürme und Winde. Du würdest gleich fliehen. Doch der Wind, den du meinst... Weht dir zwischen den Knien. Weht dir zwischen den... Oh, du meinst Fürze. Er ist hässlich wie ein Reifriese. Wenn er angibt, mach dich über sein Aussehen lustig. Ich komme aus dem Norden. Der Schnee ist mein Vetter. Dein Gesicht kommt mir vor wie... Vermoderte Blätter! Oh ja, das ist sehr gut. Wie vermoderte Blätter! Oswald, mein Junge, ohne deinen Raben bist du verloren. Er eignet sich nicht für den Thron. Viel zu weich und zu zahm. Na los, lass dir das nicht bieten. Lästere über seine Größe. Als Däne so winzig, wie es wohl dazu kam, weil die Mutter im Vollrauschen Zwerg zu sich nahm. Gut gesprochen. Bevor Schwerter klirren und Blut fließt, vernichten wir unsere Feinde mit wohlgezielten Worten. Du kannst mit Worten umgehen, das lasse ich dir. Doch wie lange wird diese silberne Zunge gegen eine eiserne Axt bestehen? Finden wir es heraus, Finn. Ich fordere dich zum Holmgang heraus. Das meinst du nicht ernst, Oswald. Ein Kampf, um einen Streit zu klären, nicht wahr? Ein Holmgang. Ein Kampf bis zum Tod, ja. Dann reden wir lieber. Zu spät. Die Herausforderung wurde ausgesprochen. Aber ein Kampf gegen Finn wäre kaum der Rede wert. Du kämpfst gegen mich. Moment, das ist...
Allerdings will ich nicht dabei gesehen werden, wie ich einen Sachsen in Elmenham töte. Es gibt ein hübsches Eiland, flussabwärts nahe Seeheng. Das Wasser wird das Blut fortspülen. Bereite das Feld vor und wir treffen dich dort. Ich hoffe, du bist bereit. Das muss ich wohl sein. Gib mir nur einen Moment, um mich zu sammeln. Lass uns nicht zu lange warten. Das wäre eines Königs nicht würdig. Regen wird die mir morgen fällt.